Paul Heller, Tenorsaxophon, meine Damen und Herren. Ja, so wird's gemacht. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Bevor wir in die Formalitäten gehen, erst die wichtigsten Informationen. Zwei Orchester des Westdeutschen Rundfunks heute hier auf der Bühne. Es ist das WDR-Funkhausorchester, es ist die WDR-Big-Band und Jochen Neufer ist der Dirigent für beide, meine Damen und Herren. Und abermals willkommen. Wie fühlt man sich, wenn man zwei solche Orchester im Rücken hat? Ich will es Ihnen sagen, irgendwann in den 30er Jahren, da ankerte die amerikanische Pazifikflotte und die Atlantikflotte. Die ankerten gleichzeitig in New York und um das zu feiern, sang dort die Comedian Harmonists. Und so wie die sich gefühlt haben, so fühlen wir uns heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ein wunderbarer Anlass und ein wunderschönes Programm, das wir Ihnen heute präsentieren dürfen. Mein Name ist Götz Alsmann, ich bin der Pausenclown dieser Veranstaltung und ich darf Ihnen sagen, dass wir... Als wir dieses Programm geplant haben, und das war lange, bevor es eine Krankheit gab, die mit dem Buchstaben C begann, ja, sehr, sehr lange, da hatten wir einen Arbeitstitel. Wir nannten es das Wirtschaftswunderprogramm, denn in der Tat, die Musik, die Sie heute hören, entstammt der Zeit der 50er und frühen 60er Jahre. Und das war gerade hier in Köln, im damaligen NWDR, später WDR-Sendebereich, eine unglaublich kreativ-musikalische Zeit. Wenn Sie damals das Radio morgens um 6 Uhr anmachten und Sie ließen es nonstop durchdudeln bis Mitternacht, dann hörten Sie, ohne ein einziges Mal den Sender wechseln zu müssen, jede Art von Musik. Opern, Operetten, Volksmusik, Jazzmusik, Jazz-ähnliche Musik, Schlager, Kinderlieder, Kirchenlieder und dann wieder das Ganze von vorne. Und so ein bisschen so ist das, was wir heute haben. Wir hören nämlich heute Schlager. Ein großer Teil dieser Schlager stammt aus der Musikproduktion West, einer berühmten Schlager-Bastelstube hier in Köln. Und der Rest stammt aus dem Repertoire der Kurt Edelhagen Big Band, die ja hier nun Großes geleistet hat. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen, meine Damen und Herren. Ja? Und was wir jetzt gerade hörten, war Tempus Fugit. Und in der Zeit, die Zeit fliegt voran. Und sie könnte ewig währen, wenn ich auf das Programm des heutigen Abends schaue. Und wenn man damals im Radio Jazzmusik gespielt hat, dann passierte das nicht unbedingt nur in Spezialitätensendungen zu später Stunde, wenn man hofft, dass keiner mehr zuhört, so wie das heute manchmal in mancherorts ist, nicht beim WDR natürlich, aber in verschiedenen anderen Sendern, deren Namen ich mir nicht merken möchte. Und, meine Damen und Herren, dann gibt es immer noch diese Momente, wo man die Jazznummern auswählt, die wirklich das Herz des Publikums erreichen, die immergrünen Nummern. Und deshalb waren einige der größten Knüller der 50er Jahre in Wirklichkeit Knüller der 40er Jahre. So wie das, was jetzt kommt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, freuen Sie sich auf eine der ganz großen Nummern der Swing-Literatur. Hier ist In the Mood. We'll be right back.
Glenn Miller's In the Mood, meine Damen und Herren. Und die weltberühmten Soli bei diesem Stück wurden rekreiert von Rob Boyden an der Trompete. Ben Fitzpatrick und Johann Hörlin an den Saxophon. Wunderbar. Und wenn wir schon die Solistinnen und Solisten dieses Abends beklatschen, dann freue ich mich jetzt ganz besonders, Ihnen eine phänomenale Sängerin vorstellen zu dürfen. Seit vielen Jahren bin ich ihr kollegial wie freundschaftlich verbunden und wir haben manche Tournee miteinander bestritten und ich war immer fasziniert, denn wenn sie singt, dann passiert nicht das hinter der Bühne, was sonst passiert, wenn die Kolleginnen oder Kollegen singen. Dann geht man in seine Garderobe, macht sich nochmal eine Flasche auf und prüft den Sitz der Krawatte und ruft nochmal kurz zu Hause an oder kratzt sich an Körperteilen, wo die Sonne noch nie hingeschienen hat. Nein, meine Damen und Herren. In dem Fall, wenn sie singt, dann bleibt man am Bühnenrand stehen, direkt am Vorhang oder da vorne an der Pforte und wünscht sich, so schön wie heute, so müsste es bleiben. So wie unser Konzert das. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine großartige Sängerin. Freuen Sie sich auf Caroline Kiesewetter. Schönes Lied von Michael Jari, allerdings sprach es Dings, rückt das Dings mehr nach links und mit einem Mal da ging's. Und eine andere unsterbliche Melodie aus der Feder des produktivsten aller Schlagerkomponisten Michael Jari folgt jetzt.
zärtlich die Gitarre singt. Er weiß, wem sie ihr süßes Ständchen bringt. Schau, wohin die Caballeros gehen, bei wem sie heute Nacht um Liebe flehen. Was erfüllt sie so mit Leidenschaft? Ja, wer hat die geheime Zauberkraft? Was zieht die Männer so mächtig an wie ein Magnet? Es machen nur die Beine von Dolores, dass die Senores nicht schlafen gehen. Ja, die Toreros und die Matadores, die wollen Dolores gern tanzen sehen. Und jeder wünscht sich nur das eine, sie möchte alleine für ihn sich drehen. Das machen nur die Beine von Dolores, dass die Senores nicht schlafen gehen. Großen Schlager. Michael Jari hat ihn 1951 für den Film Die verschleierte Maya geschrieben. Und es gab drei Versionen, die auf nationaler deutschsprachiger Schlagerebene wetteiferten. Die Originalversion von Gerhard Wendland, natürlich unvergessen. Dann waren die Beine von Dolores gleichzeitig noch die allererste Schallplatte von Peter Alexander, unvergessen. Und dann gab es noch einen Kölner Sänger und Schauspieler, dessen Version von den Beinen von Dolores immerhin so erfolgreich war, dass er dann noch in einem Werbetrickfilm für eine Strumpfmarke eingesetzt wurde. Der unvergessene Peter René Körner, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, er hatte eine Vergangenheit vor Kasper und René, ganz klar. Die Beine von Dolores, von Michael Jari. Einer der produktivsten, wenn nicht der produktivste König des Schlagers. Michael Jari hat zwischen 1930 und 1960 nicht weniger als 500 Hits komponiert. Nicht 500 Songs, seine Songs gehen in die Tausende. 500 Hits. Und einer von denen, die ihm, was die Größe des Oeuvres anbelangt, hart auf den Fersen war, war der großartige, der göttliche Theo Makeben. Theo Makeben, schon in den 20er Jahren der Kapellmeister, der die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper dirigiert hat, war nie darum verlegen, selbst unsterbliche Melodien zu kreieren. Und wir alle glauben, dass aus seiner Feder der schönste Schlager der Schlagergeschichte stammt. Bei dir war es immer so schön.
muss nun alles, alles ändern, weil ich dich nun doch verlor. Und dass meine kleine Welt wie ein Kartenhaus zerfällt, schmerzt mich sehr. Ich steh da mit leeren Händen und bin ärmer als zuvor. Denn mein Reichtum warst nur du, und nun frag ich mich, wozu kam ich her? Bei dir war es immer so schön, und es fällt mir unsagbar schwer zu gehen. Nur bei dir war ich wirklich zu Hause, und der Traum, den ich einst geträumt, ist auch wahr. Und was fang ich ohne dich an? Nur bei dir war es immer so schön, aber weil du einen anderen liebst, muss ich gehen. Aber weil du einen anderen liebst, muss ich gehen. Test am Klavier, Ludwig Nuss an der Posaune, Rüd Breutz an der Trompete. Vielen, vielen Dank, meine Damen und Herren. Dankeschön. Vielleicht erinnern Sie sich, früher war der Wahlspruch von WDR 4, Schönes bleibt. Mein Wahlspruch für heute ist, Schönes kommt. Hier ist Caroline Kiesewetter.
Beim Calypso ist dann alles wieder gut. Das ist mexikanisch. Etwas Heimatkunde mit Caroline und ich freue mich, dass wir uns gleich wiedersehen. Caroline Kiesewetter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wunderbar. Jetzt haben wir für Sie zwei Instrumentalstücke an Bord, die von besonderer Signifikanz sind. Das erste, was Sie hören werden, das ist Tabu in einem Arrangement, das damals von Kurt Edelhagen hier in Köln produziert wurde. Tabu ist ein Stück, das Mitte der 30er Jahre komponiert wurde von Ernesto Lecuona. Bitte sprechen Sie mir nach. Von Ernesto Lecuona. Ist schwer auszusprechen. Max Greger lässt sich leichter aussprechen, aber der hat auch nicht Tabu geschrieben. Tabu ist eines der besonderen südamerikanischen Stücke mit einer mystischen, aufgeladen, zauberischen, spukhaften, irgendwie seltsam fließenden Atmosphäre. Ja? Und es gab schon in den 30er Jahren vom Orchester Hans Bund eine deutschsprachige Fassung dieses Liedes. Und in den 50er Jahren war es so, dass alle kleinen Jazzbands, die etwas Exotisches aufnehmen wollten, dieses Tabuthema übernommen haben. Und so wurde Tabu, wenn man so will, die Nationalhymne der exotisch anmutenden Musik. Und wir werden die Band hören mit einer phänomenalen Fassung von Tabu. Danach hören wir den Mitternachtsblues. Das lässt sich deutlich lauter aussprechen, meine Damen und Herren. Und der Mitternachtsblues war Ende der 50er Jahre eine Nummer, die in den Hitparaden ja, ganze Kämpfe ausdrückt, weil verschiedene Versionen miteinander wetteiferten. Verschiedene große Tanzorchester, Erwin Lehn und ja, aber der eigentliche Hit ging damals an einen Mann, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Es war der erste Hit von Bert Kämpfert, Mitternachtsblues. Wir hören Andy Haderer, der uns den Mitternachtsblues geigen wird, dass es eine Art hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Freuen Sie sich auf zwei absolute Schaustücke der Literatur vergangener Zeiten. Viel Spaß mit Tabu und dem Mitternachtsblues. Thank you.
Andy Harderer, die WDR Big Band und das WDR Funkhausorchester unter Leitung von Jochen Neufer. Phänomenal. Sensationell. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden jetzt für Sie ein Duett singen, das hier in Köln kreiert worden ist in den 50er Jahren. Eine unsterbliche Kombination, damals B.B. Jones und Paul Kuhn haben gemeinsam hier in Köln dieses Lied gesungen. Und sie haben sich beim Singen besonders deutlich artikulierend Richtung Mikrofon bewegt. Sie wollten, dass der Text gut verstanden wird, weil sie damals schon wussten, dass wir dieses Lied heute nachsingen wollen. Und natürlich keine Fehler machen möchten. Und wenn wir dieses wunderschöne Lied, Ich möchte auf deiner Hochzeit tanzen, beendet haben und Sie tüchtig applaudiert haben, meine Damen und Herren, dann schließt sich eine Pause an, die Sie sich weiß Gott redlich verdient haben. Ja. Herr Neumann, so schüchtern, ging nie auf einen Ball. Er sagte ganz nüchtern, so ein Tanz ist nicht mal falsch. Doch dann sah er Lisa, so schön wie ein Roman. Und kaum als er sie sah, fing er, sprach er ganz spontan. Ich möchte auf deiner Hochzeit tanzen, eine ganze Nacht lang tanzen. Immer nur mit einer tanzen, nur mit dir. Wir werden schweben und uns drehen und uns in die Augen sehen. Und dann wirst du mit mir gehen, nur mit mir. All die anderen Männer, die beneiden alle mich. Und Leute, das ist kein Wunder, denn der Bräutigam bin ich. Ich möchte auf deiner Hochzeit tanzen, eine ganze Nacht lang tanzen. Immer nur mit einer tanzen, nur mit dir. Mach es, Billy! Take it away! Eine ganze Nacht lang tanzen, immer nur mit einer tanzen, nur mit dir. Wir werden schweben und uns drehen und uns in die Augen sehen. Und dann wirst du mit mir gehen, nur mit dir. All die anderen Männer, oh, die beneiden mich. Und das ist erklärlich. Der Bräutigam bin ich. Ich möchte auf deiner Hochzeit tanzen, eine ganze Nacht lang tanzen, immer nur mit einer tanzen, nur mit dir. Immer nur mit einer tanzen, nur mit dir. Immer nur mit einer tanzen, nur mit dir.
Thank you.
Wunderbar, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde. Das war ein Potpourri, der erstmal willkommen zur zweiten Hälfte unseres gemütlichen Abends, meine Damen und Herren. Das war in der Tat ein Potpourri großer, unsterblicher Schlagermelodien. Mir hat vor allen Dingen das letzte Lied sehr gut gefallen. Ein Mann muss nicht immer schön sein. Darauf kommt es gar nicht an. Nur eins muss sein. Allerdings, wenn ich mich so umgucke, ja, es hilft der Mann schön. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat aber gedauert. Ich hab noch einen Koffer in Berlin und darum muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten, ja, die sind alle in dem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin, der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise spar ich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Wunderschön ist's in Paris, auf der Rue Madeleine. Herrlich ist's im Mai durch Rom, nächtens durch die Straßen zu gehen. Oder in einer Sommernacht beim Wein in Wien. Doch Kinder, wenn ihr auch lacht, ich träum stets von Berlin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin und darum muss ich nächstens wieder hin. Auf diese Weise spar ich die Reise, denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin. Ich hab noch einen Koffer, einen Koffer in Berlin. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank. 1954 hat ein Sänger in Amerika namens Bill Haley ein Stück aufgenommen, das schon ein Jahr vorher von einer glücklosen Band eingespielt wurde in seiner Heimatstadt. Er hat sich gedacht, ich nehme es auch mal auf. Es landete dann als B-Seite auf der Platte mit einem Lied auf der A-Seite, an das sich niemand mehr erinnert. Und dann dauerte es noch ein Jahr, bis dieses Lied plötzlich ein Hit wurde und um die Welt ging, Rock Around the Clock. Und man sagt natürlich, dass ab da im Radio nichts mehr so war wie vorher. Nein, nirgends, außer hier bei uns in Deutschland. Die Platte wurde natürlich gelegentlich gespielt und von der Bild-Zeitung auch musikwissenschaftlich beschrieben. Ja, tut sich keinen Zwang an, meine Damen. Und da hat man sich natürlich gedacht, das ist ja gar keine neue Musik, das ist ja mehr nur so ein neues Bewusstsein. Also wir müssen die Musik nicht bekämpfen, die klingt ja nicht viel anders als In the Mood, nur mit deutlicheren Akzenten auf 2 und 4, aber wir sollten sehen, dass wir diesen aufrührerischen Text, wo rund um die Uhr gerockt wird, dass wir das irgendwie in den Griff kriegen. Und deshalb gab es in deutschen Sprachraum damals zwei Fassungen. Einmal sang das Gesangstrio Die drei Optimisten mit dem sehr, sehr jungen Peter Alexander. Mit Erwin Halletz und Ernie Bieler sang das Lied Wir bummeln rund um die Uhr. Eine kleine Anekdote, falls Sie Geschichten aus meinem Leben interessieren, meine Damen und Herren. Einer von den drei Optimisten war Erwin Halletz, ein fantastischer Big-Band-Arrangeur, Komponist, Klarinettist, ein in der Wiener Musikszene unglaublich umtriebiger Alleskönner, ein absolutes Genie und Komponist der heimlichen österreichischen Nationalhymne der 40er Jahre, ein kleiner Bär mit großen Ohren, das ist mein Talisman. Auf jeden Fall
war ich immer ein Fan seiner Musik und ich habe einige von seinen Liedern auf der Bühne gesungen und spielte vor Jahrzehnten mal in Berlin in einem Etablissement. Und dann sagte man mir, Evelyn Künneke ist anwesend. Die Dame, die das Original gesungen hat von Allerdings sprach die Sphinx, das ihr vorhin gehört habt. Und ich war natürlich ganz aufgeregt. Evelyn Künneke, ich meine die große Evelyn Künneke, die langjährige Geliebte von Michael Jari und zeitweilige Sängerin in der Band von Stan Kenton und eine Ikone der Schlagergeschichte. Hab ich gedacht, fantastisch. Ja, und sie möchte sie nachher noch zu einem Glas Champagner an ihren Tisch bitten. Ich dachte mir jetzt, Leute, ich habe es geschafft. Ich muss dringend zu Hause ein paar Leute anrufen, das ist nicht zu fassen. Und dann komme ich an den Tisch von Evelyn Künneke und dann sagt sie zu mir, Mensch, Herr Alsmann, wenn ich Sie so auf der Bühne sehe, Sie erinnern mich total an den Erwin Hallez. Ich dachte, das gibt's ja gar nicht. Ich erinnere Evelyn Künneke an ihren Duettpartner, an Erwin Hallez. Ich sage, wirklich? Ja, Sasse, das war auch so ein Kleiner. Also die drei Optimisten haben damals die deutschsprachige Fassung von Rock Around the Clock rausgebracht, die hieß also Wir bummeln rund um die Uhr. Dann gab es aber den dänischen Jazzgeiger Sven Asmussen, der hat auch eine deutschsprachige Version rausgebracht von diesem Lied, die hieß Wenn der Johnny spielt. Wenn der Johnny spielt, die wörtliche Übersetzung von Rock Around the Clock. Ja? So, ich habe für den heutigen Abend beide Fassungen vorbereitet. Und ich werde jetzt eine Münze schmeißen und sehen, welche davon ich für Sie singen werde. Erwin Hallez hat gewonnen. 1, 2, 3 und 4, die Uhr, die macht Bumm. 5 und 6 und die Uhr, die macht Bumm. 7 und 8 und die Uhr, die macht Bumm. Wir bummeln nur rundum die Uhr heute Nacht. Wenn es 1 Uhr schlägt, ist die Stimmung groß. Wenn es 2 Uhr schlägt, geht der Bummel los. Und schlägst dann 3, bist du sorgenfrei. Und schlägst dann 4, singst du auch mit mir. Wir bummeln nur rundum die Uhr heute Nacht. Wenn es 5 Uhr schlägt, dann gibt's gar nichts mehr. Wenn es 6 Uhr schlägt, ist Frühstück, darum Kaffee her. Wenn es 7 Uhr schlägt, ziehen wir mit Gesang etwas angeschrägt die Straße entlang. Wir bummeln nur rund um die Uhr heute Nacht. Let's rock, baby! Wenn es 6 Uhr schlägt, ziehen wir mit Gesang etwas angeschreckt die Straße lang. Schlägt es 9:10 Uhr, will ich nicht nach Hause gehen, weil es sich nicht lohnt, darum Kaffee her. Wir bummeln nur rund um die Uhr heute Nacht. Wir bummeln nur rund um die Uhr heute Nacht. Wir bummeln nur rund um die Uhr heute Nacht. Bummeln nur. Caroline Kiesewetter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo. Wir freuen uns, für Sie im regulären Programm weiterzumachen, trotz dieses rauschenden Ukulele-Einsatzes. Es gibt ja auch noch andere Instrumente. Ja? Und jetzt singen wir für Sie ein Potpourri mit wunderschönen Paris-Melodien. Bitte schön. Von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Haus. Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird. Ganz Paris grüßt dann das Pärchen, das ein Paar wird. Ganz Paris singt immer wieder, immer wieder nur vom Glück.
zu rühren. Paris in the spring, love is in the air, life's a love affair, and every pair of arms a rendezvous for two. Paris in the spring, life's an endless dance, every glance an invitation to romance. Da sagt man in Paris, holla, la, la, c'est magnifique. Und Pierre spricht dann so zärtlich zu Alice, holla, la, la, c'est magnifique. Du lässt sofort das kleine Zauberwort, oh la 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 la, wenn's nur ewig so bliebe, bliebe. Du spürst im Nu, auch du gehörst dazu. C'est magnifique in Paris. Sagt man gern in Paris, denn es klingt ja so süß. Wenn sie's um Liebe dreht, c'est si bon, heißt es tut ja so gut, sind die Herzen in Blut. Man sie sofort versteht, wenn wir zwei uns beim Küssen berauschen. Halt dich still, um den Worten zu lauschen. C'est si bon, das tut ja so gut. Oh, wie gut mir das tut. Es war noch nie so schön. Ich verliere die Fasson. Oui, 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 c'est si bon, c'est si bon, c'est si bon. Oh oui, c'est si bon. Oh, la Philharmonie. Oh, c'est si bon. Oh, le fantastische Publikum. Oui, 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 c'est si
si bon. Und la Bombschelle Caroline Cusevetter. C'est si bon. Oh, das ist so, c'est si bon. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, oui, c'est si bon. C'est si bon. Caroline Cusevetter, ladies and gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Wundervoll, Caroline. C'est si bon. Très bien, très bien, très bien. Und nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wichtiger Bestandteil der musikalischen Kultur der 50er Jahre. Es folgen nun ein paar Lieder, die sich ganz klar einem Sujet verschrieben haben, nämlich der italienischen Heimatkunde. Viel Spaß. Sehr verehrten Damen und Herren, wie kann man die Qualität eines Kulturvolkes am besten beurteilen? Natürlich anhand seiner Schlagerfestspiele. Ja. Die deutschen Schlagerfestspiele zu Baden-Baden wurden 1966 zum letzten Mal ausgetragen. Das Schlagerfestival in Sanremo läuft seit 1951, Jahr für Jahr. Es dauert 5 Tage und alle 5 Tage wird es live im italienischen Fernsehen übertragen. Und wenn das Schlagerfestival von Sanremo im italienischen Fernsehen läuft, sind die Straßen wie leergefegt. Politische Streitereien werden vergessen, die Menschen hängen gebannt vor den Fernsehschirmen und möchten wissen, welche fantastische Canzone in diesem Jahr gewinnen wird. So war das auch in den 50er Jahren.
Damals gewann ein Lied von Renato Rascel mit dem Titel Arrivederci Roma. Glücklicherweise fand sich ein deutscher Texter dafür. Arrivederci Roma, leb wohl, auf Wiedersehen. Werde ich einmal sagen, er muss sich lieben. Viele Dichter haben dich beschrieben, doch nur wer dich kennt, kann meine Sehnsucht auch verstehen. Arrivederci Roma, leb wohl, auf Wiedersehen. Doch ich geh nicht fort für alle Zeiten, überall soll mich dein Lied begleiten. Bald ist wieder Frühling, dann werde ich dich wiedersehen. Beim Schein einer kleinen Laterne, von uralten Bäumen gesäumt, da saß einst ein Pärchen und träumte das Märchen, das vor ihm schon so viele geträumt. Bald ist wieder Frühling, dann werde ich dich wiedersehen. Arrivederci Roma. Tschüss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Wahnsinn, was hier in diesem Buch aufeinander folgt. Kaum haben wir über Rom gesungen, schon hören wir ein Lied über das nächste Thema, das sich zwingend anbietet, Moskitos. Ja? Eines dieser großartigen Stücke aus dem Edelhagen-Repertoire kommt jetzt, Moskitos Nightmare. Viel Spaß, meine Damen und Herren.
Fantastisch, Ruth Bolz in der Trompete, Jörn Hörl als Saxophon. Leute, ich kenne euch schon so viele Jahre, aber jedes Mal, wenn ich die WDR Big Band höre, dann kriege ich so ein ganz eigenartiges Zucken im Nacken. Und das kriege ich sonst nur noch, wenn ich das WDR Funkhausorchester höre. So sieht's aus. Es hat Spaß gemacht, für Sie zu singen, zu spielen, zu tanzen und Schabernack zu treiben. Und wir möchten nun auf jeden Fall mit einer ganz klaren politischen Aussage diesen Abend beenden. Bitte schön, Herr Kapellmeister. So schön wie heute, so müsste es bleiben. So müsste es bleiben für alle Zeit. Dann könnte nichts das Glück vertreiben, es müsste bleiben in Freud und Leid. Drum soll heute nur Fröhlichkeit aus unseren Liedern erklingen. Drum wollen wir singen und träumen dabei. Das war's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Abend Spaß gemacht hat. Ein Radioabend, wie er vor vielen, vielen Jahrzehnten Alltag war. Musik, die die Herzen erreicht hat. Wunderbare Schlagerkompositionen, grandioser Big Band Jazz. Sängerinnen und Sänger, die sich Mühe gegeben haben, um Sie zu unterhalten, meine Damen und Herren. Wir freuen uns, dass Sie da waren und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Mal. Vielen herzlichen Dank.
müsste es bleiben für uns zwei. Das Funkhausorchester des Westdeutschen Rundfunks. Die WDR Big Band. Und eine bewährte Stabsführung des grandiosen Jochen Häufer. Caroline Kiesewetter, mein Name ist Kurt Salzmann. Viel Spaß noch. Kommen Sie gut nach Hause, meine Damen und Herren. Wir haben diese Situation vorausgesehen. Hans Secker am Schlagzeug, wunderbar. Ja. Eventuell, eventuell, führ ich dich heute aus, führ ich dich heute aus. Eventuell, eventuell. Bring ich dich hinterher nach Haus. Wenn ich bei Tanzmusik die tiefen Sorge blieb, dann spür ich ganz genau, dass du nicht böse bist, wenn dich ein Mann mal küsst, der dir sympathisch ist. Eventuell, eventuell, führ ich dich heute aus, führ ich dich heute aus. Eventuell, eventuell, bring ich dich hinterher nach Haus. Und nur der Mond, der wird uns zwei belauschen. Und nur der Mond, der sieht, was dann geschieht.
führe ich dich heute aus, führe ich dich heute aus. Eventuell, eventuell, bring ich dich hinterher nach Haus. Wenn ich Bachchans Musik die tiefen Sorge blick, dann spüre ich ganz genau, dass du nicht böse bist, wenn dich ein Mann mal küsst, wenn er Götz als Mann ist. Eventuell, eventuell, führ ich dich heute aus, führ ich dich heute aus. Eventuell, eventuell, bring ich dich hinterher nach Haus. Und nur der Mond, der wird uns zwei belauschen. Und nur der Mond, der weiß, was dann geschieht. Das WDR-Funkhausorchester, die WDR Big Band, Jochen Läufer. Was wollen Sie mehr? Vielen, vielen Dank. Gib mir einen Kuss durchs Telefon und sag mir schnell, dass du mich liebst und dass du mir zu dieser Stunde schon einen Jetzt auf Vorschuss gibst. Stitze ich dein süßes Bild vor mir und ich stell mir vor, wie schön das ist, wenn du mich zum Gruß gleich an der Tür heiß und zärtlich küsst. Und bist du abends dann bei mir, na dann machen wir Musik, ganz klar. Und zwischendurch, da wird geküsst, weiter brauch ich nicht zum Glück. Gib mir das Telefon, sag mir schnell, dass du mich liebst und dass du mir von tausend Küssen schon einen jetzt als Vorschuss gießt. Ta 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 ta
Und bist du abends bei mir, na dann machen wir Musik. Und zwischendurch, da wird geküsst, weiter brauch ich nichts zum Glück. Gib mir einen Kuss durchs Telefon und sag mir schnell, dass du mich liebst. Und dass du mir von 100.000 Küssen schon einen jetzt. Einen jetzt. Einen jetzt. Als Vorschuss gibst.